Intermezzo 1938 und damit ein herzliches Willkommen. That's the life, mein Freund, that's the life. Jo. Er taucht in der Morello auf. Ein Boxer, richtig? Ja. Genau der. Okay. Natürlich. Mafia ist ja überall mit drin. Joey auf dem Weg zum Boxer. Hat sich vermutlich vorgestellt, den Gürtel zu gewinnen. Verdammt! Idiot! Jetzt mit geschlossenen Augen? Na klar, immer. Sieh dir das an! Oh, heilige Jungfrau Maria! Don Morello, ich wusste nicht, dass Sie es sind. Kennst du noch jemanden, der diesen Pferd mit deinem Söhnen in den Pott war, Jimmy? Nein. Nein, doch, mein Nachbar, ne? Okay. Ja. Damit ein herzliches Willkommen und jo, danke, dass ihr wieder zugeschaltet habt hier. Let's Play Mafia. Eventuell. In den ersten paar Jahren war es ziemlich ruhig. Wir hatten ein paar Probleme mit Jungs, die mitmischen wollten, aber sonst ging alles ein Gang. Schnaps, Schutzgeld, ich und die Jungs haben das Geld eingetrieben. Kleine Fische, aber ich will nicht lügen. Mhm. Meistens haben wir ziemlich viel Spaß. Das glaube ich. Fair Play, 1932. Tommy, danke, dass du so schnell gekommen bist. Natürlich, Boss. Wie kann ich helfen? Du weißt, dass ein Rennen ansteht? Oh, ja. Polly und Sam auf den Kerl von hier. Mikey Dunn. Genau. Mikey Dunn. Kann ich Geld umgehen? Vor ein paar Jahren kam Mikey zu mir und warte mein Darlehen. Er wollte leider Reifen und Blechkisten beim Steinbruch zu fahren. Ich mag schnelle Autos. Es ist ein tolles Hobby von mir. Und Mikey. Okay. Ja. Ich habe das Geld auf den Jungen gesetzt. Verliere, wäre das der nächste schwarze Laster. Nun.
Eigentlich ja Black Friday, ne? Ja, dann machen wir das. Achso. Ich kann aus der Bahn nicht raus. Ich muss durch die Küche gehen. Wow, das ist mal eine Küche von 30er Jahren, du. Kennt ihr das noch? Ich hatte das mal als Playmobil-Spielzeug. Ne? Kennt ihr solche Öfen noch, Leute? Das ist der Hammer. Das war damals in, das war damals modern. Warum liegen da nur noch Burger Patties rum? Ja. Buonasera. Ralphie. Na, was hast du? Ich mag jeden, der wegschaut, wenn ich irgendwas mache, was ich eigentlich nicht gerade wirklich darf. Ah, genau. Nee, ne? Oh, das kann ich mal. Es gibt immer irgendwo einen Haken, ne? Ansonsten wäre es ja nicht interessant. Ach ja, die wunderschönen Mafia-Garagen, wer kennt sie nicht? Also, meine ich jetzt auch ein Spiel. Das Auto brennt wohl ein bisschen, ja? Er fackelt ein bisschen ab hier. Seitenstreifen. Parkstreifen. Auf der Parkfläche. Ah, das wird Chinatown. Junge! Ich versteh's manchmal nicht. Kriegen wir noch hin, schaffen wir noch. Nichts passiert. Alles cool. Trifft die Wache an der Rennstrecke. Oh, trifft die Wache an der Rennstrecke. Da ich ja kein Radio machen darf, weil wegen GEMA und so, muss ich mein eigenes Radio machen. Trifft die Wache an der Rennstrecke. Oh, da ist eine Schranke, da ist sie, die Wache. Ja. An der Rennstrecke. Die ist leer. Rafis Freunde sind meine Freunde. Wenn du das Geld hast, sicher. Oh, geht alles nur um Cash. Und nur eine Frage des Zasters. Die ganze Stadt. Sie schmuggeln Fußball rein. Es gibt Prügeleien. Ich hasse es. Ach, komm schon. Nenn mir einen besseren Ort, um dieses Wochenende Mädchen aufzukabeln. Was ich schon gesehen habe.
Also irgendwie will ich das immer verfehlen, diese Parkflächen, ne? Für mich dadurch irgendwie. Schönes Ding. Wow. Okay, klappt hin. Klappt hin, genau. Kommt hin. Kriegen wir hin. Okay. Okay, da muss ich mich jetzt erstmal dran gewöhnen, dieses Ding zu fahren. Ich glaube, ich habe mich gerade getötet. Hammer! Du bist gestorben, weil du gegen eine Laterne gefahren bist. Herzlichen Glückwunsch. Oh Mann. Manchmal ist ein Tempomat doch was Gutes, ne? Krankentransporter. Ach, da oben läuft eine Uhrzeit. Wir haben gar nicht allzu viel Zeit. Wer hätte es gedacht? Wir sind aufgeflogen. Scheiße. Also das Tempomat ist echt geil. Kann man richtig gut zum Cheaten verwenden. Muss ja gar nicht Handbremse betätigen. Ich hasse es, in Spielen die Handbremse zu betätigen. Ich krieg das Driften nie hin. Nicht schon wieder. Von wegen, ich soll den Wagen heile lassen, ne? Egal, Ralphie kann da schon was drehen. Scheiße. Ah, guck, wieder heile. Geil. Roger! Danke, Lukas. Ich muss zurück, bevor es jemand merkt. Vorsicht damit. Das Ding wird bockig sein. Hey, sag, ist das ein Geri?
immer für solche Jobs zu haben. Ich mache für einige Leute etwas, aber bei euch weiß ich immer, woran ich bin. Okay. Wird schon. Scheiße. Ihr seht die Anzeige da oben? Ja, das ist unsere Mission, da nicht drüber zu kommen. Ich treib's noch bis zur Spitze. Das wird echt schwierig. Die Mission ist echt schwierig. Da ist das Tunnelende. Was war denn das jetzt gerade? Das Auto schwebte gerade in der Luft. Das war ein Polizeiauto. Ach ja, alle Outtakes und witzige Szenen aus dem Stream insgesamt an sich könnt ihr auf eine extra Video angucken bei GameGirls.de. Einfach auf meinen YouTube-Kanal gucken, wenn euch die Sachen gefallen. Einfach Abo klicken. Und sich darüber totlachen, was ich hier überall immer für Scheiße gebaut habe, beziehungsweise was eben bei mir ein paar Failures gab, warum ich eben Aufnahmen nochmal neu beginnen musste. Ist alles ganz witzig. Das ist nicht gut. Dieser Scheißpfosten, ne? Der wird aber Motorschaden haben morgen. Eieieiei. Und ein Lackschaden. Muss halt Screenshots machen, mein Gott. Oh, Kaffee, machen wir auch gleich. Wenn wir dann auf den Train Simulator switchen. Sollte eigentlich genau jetzt passieren, wir sind mal wieder im Verzug. Ist
Du fährst für ihn. Was? Frank? Ja. Der Startschuss fällt in einer halben Stunde. Was? Wir müssen jetzt auch noch fahren. Der Don will gewinnen. Und viel wichtiger, er will, dass Morello verliert. Und du bist unser bester Fahrer. Sonst würde ich nicht mit dir reden. Ja. Okay, Frank. Los geht's. Ralphie hat den Wagen fertig gemacht. Geh sofort zur Strecke. Jo, das kann ich auch. Tommy Angelo, yay! Yeah! Ich wollte schon immer mal so ein Autorennen fahren. Junge. Soll das ein Witz sein? 13. von 16. Ach, scheiße. Und das alles nur wegen der Massenkaramoulage, du. Jetzt müssen wir aber Zeit gut machen hier. Autorennen war ich schon immer scheiße. Also ich mach das eher so ein bisschen auf die Wrestling-Tour, ne? Whoa, 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 whoa. Was zur Hölle? Okay. Gut. Wie wir das Rennen dann nochmal richtig machen, seht ihr in der nächsten Folge hier auf Gamebox.de.